Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die regierungsfragenden Fraktionen bitten uns heute, in ihren digitalen Jubelchor einzustimmen. Herzlichen Glückwunsch! Die Strahl hat am 6.12. das Licht der Welt erblickt. Wer das bisher noch nicht wusste, kann es jetzt zur Kenntnis nehmen. Vielleicht der einzig positive Effekt von diesem Tagesordnungspunkt. Es ist ja schon eine ganze Menge geredet worden über Sinn und Unsinn dieses Förderprojekts. Ziel des Förderprojekts soll es ja sein, die Innovationsfähigkeit der Forschung und der Start-ups zu verbessern. Ein Ziel, auf dessen Umsetzung Hessen schon ziemlich lange gewartet hat und wo wir bisher feststellen, weitestgehend Fehlanzeige. Aber schauen wir uns doch einmal jenseits der Hochglanzbroschüren die Realität an. Die hessischen Hochschulen fordern seit Jahren eine bessere digitale Ausstattung, um innovative Projekte voranzutreiben. Dort, meine Damen und Herren, dort entstehen die Ideen, und dort muss das Innovationspotenzial gefördert werden. Durch gute Ausstattung für Lehre und Forschung, durch eine gute digitale Ausstattung in der technischen Infrastruktur, durch Räume, durch Orte, in denen Start-ups ihre ersten Schritte gemeinsam gehen können. Die Konferenz der hessischen Hochschulpräsidenten hat bereits 2018 gefordert, für die Digitalisierung der Hochschulen 5 × 50 Millionen € bis 2025 bereitzustellen. So groß, das haben Sie errechnet, ist der kumulierte Fehlbedarf an den Unis und Hochschulen. Da waren die Probleme, die jetzt durch Corona entstanden oder man muss vielleicht eher sagen sichtbar geworden sind, noch gar nicht eingerechnet. Und was setzen Sie jetzt dagegen? Ein Hochschulpakt für 112 Millionen € verteilt auf 5 Jahre. Also nicht einmal die Hälfte dessen, was tatsächlich an den Universitäten und Hochschulen benötigt wird. Bei den Rahmenbedingungen, meine Damen und Herren, muss man sich natürlich fragen, welche Innovationsprojekte sollen denn da eigentlich entstehen und welcher Wissenstransfer wird denn dann eigentlich erwartet, wenn Sie diese Forschung und diese Lehre in so maroden Strukturen nicht beheben wollen. Sie laufen, meine Damen und Herren, der Entwicklung hinterher, und Ihr Förderprogramm kommt zu spät. Es ist, und meine Vorredner haben das auch schon gesagt, es ist undifferenziert und finanziell auch nicht ausreichend ausgestattet. Natürlich, meine Damen und Herren, wir brauchen Innovationen. Wir erleben gerade, wie ganze Wirtschaftszweige zusammenbrechen. In der Automobilindustrie, im Dienstleistungsbereich, im Energiesektor, im Maschinenbau. Da, meine Damen und Herren, bräuchten wir Unterstützung in Schlüsseltechnologien wie der künstlichen Intelligenz, dem angesprochenen autonomen Fahren, der Bild- und Spracherkennung, der digitalen Fertigungstechniken und vielen mehr. Dieses, meine Damen und Herren, wird derzeit in Forschungsverbünden erforscht. Da werden die Grundlagen gelegt, und da brauchen wir eine Infrastruktur, die es tatsächlich schafft, dieses auch in die technologische Anwendung und in die industrielle Nutzung zu überführen. Aber das, meine Damen und Herren, das werden wir mit Distral sicherlich nicht erreichen. Stattdessen schauen wir neidisch auf Firmen wie Tesla und fragen uns, wie haben die das eigentlich gemacht? Meine Damen und Herren, ja, wir brauchen neue Konzepte, und dafür brauchen wir vor allen Dingen in diesem Bereich Konzepte für den sozial-ökologischen Umbau, weil wir stellen fest, das wird eine der zentralen Herausforderungen der Zukunft werden. Wir brauchen für Wissenschaft und Kreativität, wir brauchen für den Bereich der Start-ups Innovationsförderung, und wir brauchen dafür die Strukturen. Aber Distral, meine Damen und Herren, bietet all das nicht. Sie wollen jetzt mit 20 Millionen € jährlich Machbarkeitsstudien, digitale Innovationsprojekte, digitale Gründungsförderung und Wissens- und Technologietransfer fördern. Das ist, meine Damen und Herren, 20 Millionen €. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Digitalisierungsausschuss hat sich in seiner Ausschussreise mit der Start-up-Szene in Israel beschäftigt. Man sagt ja immer so schön, Reisen bildet. Nur einmal zum Vergleich. Israel hat 9 Millionen Einwohner, Hessen hat ungefähr 6 Millionen Einwohner. In Israel sind in den letzten Jahren 6.000 Start-ups entstanden, gemessen an der Bevölkerung Weltrekord. Genau das, Frau Sinemus, haben wir uns gemeinsam angeschaut. Insgesamt
sind in den Sektor der Innovationsförderung der Start-ups in den letzten 5 Jahren in Israel 5,2 Milliarden Euro geflossen. Das ist die Summe, die dort zur Verfügung steht, um tatsächlich Technologien nach vorne zu bringen. Der Technologietransfer, die Förderung von Spin-offs und Start-ups sind nämlich dort ein zentraler Bestandteil der Innovationsförderung. Wenn Sie dort kommen und sagen, wir stellen in Hessen 20 Millionen Euro zur Verfügung, dann wird man wahrscheinlich sich fragen, aus welchem Ort kommt ihr eigentlich, was ist eigentlich eure Ausgangsposition. Und ja, wir wissen, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht, in den baltischen Ländern, in Ländern wie Belgien oder selbst in Portugal funktioniert im Bereich der Digitalisierung vieles besser, und das werden Sie auch mit diesem Programm, da werden Sie den Anschluss nicht erreichen. In Israel, und das wäre tatsächlich etwas, was wir hätten mitnehmen können, in Israel gibt es eine zentrale Stelle, die Israeli Innovation Authority, die koordiniert nämlich alle Bemühungen, die besten Ideen in die Praxis zu überführen. Und sie macht das nicht durch Zuschüsse, sondern durch direkte Beteiligung an den Jungunternehmen. Sie zahlt im Erfolg, die Jungunternehmen bekommen direkte Kredite, und im Erfolgsfall, und zwar auch nur dann, zahlen diese Unternehmen diese Kredite mit 3% der jährlichen Einnahmen zurück. Und der Staat trägt in den ersten 2 Jahren 85% der Projektkosten. So sieht Innovationsförderung aus, wenn es erfolgreich sein will. Da geht man tatsächlich auch mit Risikokapital hinein. Und das, meine Damen und Herren, fehlt hier halt völlig. Ich frage mich tatsächlich, wenn wir uns das angeguckt haben, uns gemeinsam überzeugt haben, und ich glaube, ob es Herr Honka war, ob es Herr Stierberg war, ob es alle anderen waren, die dabei waren, ich frage mich, warum nehmen wir dann so wenig mit hier mit zurück? Warum fangen wir nicht an, tatsächlich so etwas hier auch zu machen? Nein, das ist keine neoliberale Rede. Das ist tatsächlich etwas, wo der Staat sich auch Zugriffe sichert am Ende auf Innovationen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. In Hessen, meine Damen und Herren, erleben wir aber eben nur eine halbherzige Unterstützung, viel warme Worte, ein zu geringes Budget und dafür hier einen digitalen Schaufensterantrag. Liebe Frau Sinemus, Sie werden nicht an Ihren Ankündigungen gemessen, sondern an Ihren Ergebnissen. Aber da können wir bisher nur feststellen, Fehlanzeige, es ist hier nichts abgeliefert worden. Wenn die Sprache kommt auf eHealth in Ihrem Projekt Distral, dann muss man doch einmal sagen, es werden gefördert die Unis, es werden die Forschungsverbände, es werden KMUs gefördert. Aber, meine Damen und Herren, was ist denn mit den Unternehmen, die einen großen Teil des Gesundheitssektors aktiv sind? Was ist denn mit den nicht gewinnorientierten Unternehmen, den gemeinnützigen Unternehmen? Alle die sind nicht in der Lage, an diesem Programm teilzunehmen, aber die sind die Träger unserer Gesundheitsversorgung. Da gibt es dringenden Nachholbedarf. Also, ich rede von Caritas, ich rede von den großen gemeinnützigen Krankenhäusern und Ähnlichen. Wenn wir tatsächlich an der Stelle einen Innovationstransfer haben wollen, dann dürfen wir genau diese nicht ausschließen. Meine Damen und Herren, die Gestaltung des digitalen Wandels kann so klein-klein tatsächlich nicht gelingen. Frau Sinemus hat es bis heute nicht geschafft, das Ministerium, das Digitalministerium, das so hoch beachtet war, zum zentralen Akteur der Digitalisierung in Hessen zu machen. Noch immer sind die Prozesse der Digitalisierung verteilt auf diverse Ministerien. Noch immer ist der Bereich Wissenstransfer, E-Government, Breitbandausbau auf viele Bereiche zersplittert und wirken völlig unkoordiniert. Und ich will es mal ganz direkt sagen, Frau Sinemus, und auch an Ihnen festmachen, die wöchentliche Einweihung von Mobilfunkmasten kann nicht darüber hinaustäuschen, dass wir tatsächlich den Entwicklungen hinterherlaufen. Digitalisierung, meine Damen und Herren, braucht aus Sicht der LINKEN eine ausreichende Förderung, ein klares Konzept und deutlich weniger Ankündigungen und mehr Handeln. Wir werden die regierungstragenden Fraktionen in den nächsten Ausschuss, aber auch danach, wenn es darum geht, Distral auszuwerten, nicht an der Qualität eines Schaufensterantrages messen, sondern an dem, was tatsächlich auch passiert ist. Und da haben Sie viel zu wenig abgeliefert. Vielen Dank, meine Damen und Herren.